Günter Grass, Opinieren. Welche Versammlung tagte im Jahr 1848 in der Frankfurter Paulus-Kirche? Tüm Almanya için. Sprich Deutsch, Levent, sprich Deutsch. Das erste frei gewählte Parlament für ganz Deutschland. Gut. Welcher deutsche Arzt entdeckte die Erreger von Cholera und Tuberkulose? Robert Koch. Sen de mi aynı bir test için geldin Mustafa abi? Ya öyle. Ben de aynı bir görüş test için buradayım. İyi çalıştın mı bari Mustafa? Nerede? Bizim çocuklar evde severek bize yardım ettiler. Beraber çalıştık bayağı. Hadi çocuklar yemeğe. Daha sizinden Einbürger'in test çalışacağız çocuklar. Nein Papa, nicht schon wieder Einbürgerungstest. Sıra benimle değil daha. Uzun bir soru vardı, onu çözebildiniz mi? Demokrasiyle ilgili. Hangi uzun soru ya? Nasıl? Ben biliyorum galiba. Oku bakalım. Was halten Sie von folgenden Aussagen? Erste Aussage. Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, die wir haben, aber die beste, die es gibt. Zweite Aussage. Die Menschheit hat noch nie eine so dunkle Phase wie unter der Demokratie erlebt. Damit der Mensch sich von der Demokratie befreien kann, muss er zuerst begreifen, dass die Demokratie den Menschen nichts Gutes geben kann. Cevabı ne bunun? Bilmem. Ben biliyorum. Birinci alıntıyı İngiliz Başbakanı Winston Churchill'den yanlış çevirmişler. İkincisi ise Çöl Halifesi Metin Kaplan. Abi bu soruyu nasıl cevaplandıracağız? Bu soruya başka bir alıntıyla cevap verebilirsiniz. Die Demokratisierung der Gesellschaft ist der Beginn der Anarchie. Das Ende der wahren Demokratie. Wenn die Demokratisierung weit genug fortgeschritten ist, dann endet sie im kommunistischen Zwangsstaat. Bunu kim söylemiş peki? Eski Ekonomi ve Savunma Bakanı, aynı zamanda eski Bayern Başbakanı Franz Josef Strauß. Asu. Abi boş ver. Sen bu çocukların elbisesine ait sorular var. Ne diyeceğiz? Ya hiç sorma. O elbiseler için bizim çocuğumuz bize kızdı. Bist du dagegen, Papa, wenn ich mich so kleide wie andere deutsche Mädchen? Natürlich, nein. Hier gibt es so eine Frage, als ob ihr dagegen wärt. Hiç öyle şey olur mu kızım? Sowas Quatsch. Von mir aus dürft ihr dagegen sein. Kızım, ben senin kıyafetine niye karşı geleyim? Weil ich mich nicht wie andere Mädchen kleiden will. Ich will mich schöner kleiden. Ne diyor bu hanım ya? Hadi ben gidiyorum. Heyecanlanma, tamam mı? Hadi viel Glück. Hiçbir şey yapamaz, çalışmamış. Biz devam edelim. Welches Ereignis fand am 20. Juli 1944 statt? Neydi ya o? Hallo. Das war das Attentat auf Hitler. Das Attentat auf Hitler. Sıra bana geldi. Ben gidiyorum. Tamam. Hadi heyecanlanma. Viel Glück. Ya şimdi bana sorsalar niye Alman vatandaşlığına geçiyorsun diye. Ne desem? Ne bileyim ben? Ya belki daha kolay iş bulurum diye söylesem. Nein, auf keinen Fall. Sag was anderes. Sag irgendetwas. Söyleyeyim ben şimdi. Ya. Hadi hadi, zaten işe geç kalıyorum. Yürü. Thank you.
Guten Tag. Guten Tag. Der Einbürgerungstest findet dort statt. Guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie Platz. Herr Tekin. Herr Tekin, ich sehe, dass Sie die deutsche Sprachprüfung bestanden haben. Stimmt das, Herr Tekin? Ja, Herr Steiner von Herr Bamter. Jetzt müssen Sie noch den Wissens- und Wertetest bestehen, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Sind Sie bereit? Ja, natürlich. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Deutschland hat 82.411.000 Einwohner. Nennen Sie drei deutsche Mittelgebirge. Die Rothaargebirge, Fichtelgebirge und Langenberge. Der deutsche Maler Caspar David Friedrich malte auf einem seiner bekanntesten Bilder eine Landschaft auf der Ostseeinsel Rügen. Welches Motiv zeigt dieses Bild? Neydi oğlum, sen bir resim bulacaktın, o adamın adı neydi? Meinst du David Friedrich Caspar? Ha, ben onu söylüyorum. Buldun mu onu? Nein, habe ich nicht, Papa. Ya, bu kadarını da sormazlar ya artık. Erläutern Sie den Begriff Mehrparteienprinzip und begründen Sie, warum die Wahlen in der ehemaligen DDR nicht unseren demokratischen Wahlgrundsätzen entsprachen. Ja, natürlich, Herr Beamter. Ich kann Ihnen sagen, in der DDR gab es so viel Partei nicht mehr wie bei uns. Zum Beispiel, wir wählen hier CDU/CSU. Wenn wir nicht damit zufrieden, dann wählen wir SPD. Wenn wir auch nicht damit zufrieden, wählen wir dann beide. Nein, nein, Herr Beamter, so funktioniert nicht. Sie müssen erst einmal sehen. Sagen Sie mal, welches Ereignis am 17. Juni 1953 in der DDR stattfand. Wo genau in der DDR? Wissen Sie die Antwort oder nicht? Ja, Herr Bamberg. Fragen Sie von Deutschland, von Deutschland. Wie heißt die deutsche Nationalhymne und mit welchen Worten beginnt sie? Die deutsche Nationalhymne heißt das Lied der Deutschen und beginnt Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Seien Sie ruhig, Herr Tekin, seien Sie ruhig. Nennen Sie mir dann drei deutsche Philosophen. Ja, natürlich. Karl Marx, Friedrich Schiller, und Erwin Stoiber. Nächste Frage. Hätten Sie bei bestimmten Berufen Schwierigkeiten, eine Frau als Autoritätsperson anzuerkennen? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich tue jeden Job. Frauenautorität gefällt mir besser. Wie meinst du das? Wieso denn? Nein, nein, Witz. Mann oder Frau, egal. Sie erfahren, dass Leute aus Ihrer Nachbarschaft oder aus Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis einen terroristischen Anschlag begangen haben oder planen. Wie verhalten Sie sich? Was tun Sie? Ich laufe sofort zur Polizei und erzähle ich alles, aber alles, Herr Beamter.
Bringen Sie mir die Antiterror-Datei vom Levantec hin. Herein. Herr Freiherr Stögesteiner von Steinstetten, die Dateien von Personen, die ihren Geburtsort nicht in Deutschland haben, wurden leider infiziert. Die Dateien können nicht geöffnet werden. Okay, Sie können gehen. Herr Tekin, nennen Sie drei Gründe, warum Sie deutscher Staatsbürger werden wollen. Ja, erstens, der Deutschland ist ein sehr, sehr schönes Land. Zweitens, die Deutschen sind sehr gastfreundlich. Und Entschuldigung, ich suche meinen Pass. Habe ich hier vergessen? Sehen Sie nicht, dass wir hier beschäftigt sind? Raus jetzt! Was hat er gesagt? Er wünscht Ihnen einen schönen Tag noch. Na gut, machen wir weiter. Und drittens? Bitte? Was drittens? Na, der dritte Grund, warum Sie deutscher Staatsbürger werden wollen. Die Bahn kommt pünktlich. Gut, Herr Tekin, wir melden uns bei Ihnen in den nächsten Tagen. Herr Beamter, man muss etwas wissen, wenn man sich einbürgern will, gell? Wiedersehen.